bilden. Besser einfach die Morgenviper nehmen, weil wir in Kridania gestartet haben, oder? Ja gut, wir können jetzt eh nicht annehmen, wir müssen noch eine Quest machen. Ach, man kann hinterher immer noch wechseln. Mhm. Okay, cool. Wo bist denn du? Ich bin auch in der Zwischensequenz. Ach so, lol. Sorry. Weißt du, da lese ich einmal und hänge direkt hinten dran. Ja, Mann. Und du hängst direkt. Bei mir hängst. Gott, wir müssen jetzt in jeden. Oh Gott, in jede Stadt reisen. Ja, bitte. Das sind die ersten drei Anfangsstädte, ja, ja. Ich glaube, dass du soweit bist, du kannst dann Teleport starten. Okay. Ich muss mit Tataru sprechen. Ah, ist okay. Erstmal leben Sie alle Minsa. Wie du willst. Wie ist das denn? Dritte. Ja, doch. Nein. Doch, nein. Mach jetzt mal an. Ja, Mann. Holy shit, braucht der lange, Alter. OMB, Alter. OMB. Komm doch. Doch, ja. Geh deinen Weg. Ohne mich. Mach's mit mir. Egal. Also, wenn dann mit dir. Okay, lass mal sehen. Sonst ist langweilig. Super. Gerne! Wo ist der? Wer bist du? Da links, gell? Lauf doch! Komm jetzt! Geh deinen Weg und ich geh meinen und wir gehen unseren. Also, mir egal. Lauf jetzt! Schlacht mit den Galeanen? Ja, da können wir uns zusammenschließen, wie wir wollen. Die brechen uns das Kreuz. Hört her, stolzes Volk der Meere! Seht die mächtige Flagge des Mahlstroms und sagt mir, fühlt ihr keinen Stolz? Yeah! Jawohl! Hier seid ihr, in Limsalominsa, wo die legendäre Galadion einst strandete und das euch zum sicheren Hafen wurde. 700 ruhmreiche bewegte Jahre, Kinder der Meere, geleitet von Lymlen, unserer göttlichen Lotsin, die uns von armen Fischern zu stolzen Herren der See erhob. Yay! Ruhm und Ehre, jawohl! Psst, sieh dir die Drachenbootflagge von Limsalominsa an, dort hinter Admiral Melweb. Das Piratenschiff ist auf rotem Grund, wegen all dem Blut, das in Limsas wilder Vergangenheit geflossen ist. Die Flotte des Mahlstroms weiß diese Stadt wohl zu schützen, auch wenn uns immer neue Ausgeburten der Hölle bestürmen. Sogar Hilfiers Piraten haben wir dafür die Hand gereicht, als wir den Galeanen vor 5 Jahren gegenüberstanden auf der Ebene von Cartenau. Seite an Seite kämpften wir, Kinder der Meere, wir alle zusammen.
Wir haben diese Brut zwar nicht ausgelöscht, aber gezeigt, wie Helden ihrem Ende begegnen. Mit Stolz und Freiheit. Lamentiert nicht, dass ihr sie verloren habt, sondern feiert ihr selbstloses Opfer. Selbstlos. Und doch denkt dabei jeder nur an die Seinen. Auch die wilden Stämme und die Galea sind selbstlos. Für ihr eigenes Volk. 5 Jahre lang haben wir diese Stadt wieder aufgebaut. Die Katastrophe hat viel zerstört. Und noch immer sieht man Spuren davon. Aber wenn ich von hoch oben den Blick über Limsalominsa schweifen lasse, dann sehe ich, wir haben das Wrack wieder flott gekriegt. Wie damals die Galadion. Nein, besser noch. Aber einige Widersacher beschießen unsere stolze Galeone mit Enterhaken. Die Sahagin kommen an Land gekrochen und suchen fette Beute für ihren Leviathan. Die Flossenbrut, diese glitschigen Hunde! Das darf doch nicht sein! Und damit nicht genug. Aus ihren Minen in Ogomoro spähen die Kobolde und glauben, dass ihr Titan sie beschützt. Diese Wilden sind eine Gefahr und ein Hindernis für unsere Zukunft. Ganz zu schweigen von den hartnäckigen Galeanen. Dieser Abschaum baut uns eine Festung nach der anderen vor die Nase. Eine Frage von wenigen Monden, bis sie uns angreifen. Von 3 Feinden sind wir umgeben, Limsa. Und dazu noch ausgelaugt durch den Kampf gegen die Piraterie. Wir sind mitten im Auge des Sturms. Und nur ein Kurs führt uns in stillere Gewässer. Die Wilden vertreiben und die Galea in die 7 Höllen schicken. Das ist der einzige Weg. Doch wir können ihn nicht alleine gehen. Nicht in dieser Lage. Der Mahlstrom braucht Hilfe. Zu Land und zu Wasser. Ihr alle, Freibeuter, Reeder oder Abenteurer, schließt euch uns an und wir werden diese Plage vernichten. Seht auf zu der scharlachroten Flagge, Kinder der See. Wir sind frei wie die Winde, die uns auf ihren Schwingen tragen. Und frei werden wir bleiben. Vereinen wir die Kräfte. Und niemand wird uns mehr einzuschränken wagen. Der Admiral lebe hoch! Melvin! Wo ist meine Mannschaft? Das ist ein Teufelsweib! Ja, wir zeigen's diesem Abschaum. Wow, ging das lange. Betrieben. Alter, es geht immer noch. Ich bin Alfino. Und das ist Alize, meine Schwester. Wir sind unterwegs, um zu vergleichen, wie die Stadtstaaten das Andenken der Helden von Cartenau bewahren. Wir waren gespannt, wie die Anführer der 3 staatlichen Gesellschaften die Ansprachen formulieren würden. Ah. Die Prima E Leviathan. Sehr geil. Prima E Titan. Aha. Jetzt haben wir schon mal 2.
Alles gut bei dir? Übertrieben gut, ja. Immer. Boy. Weißt doch, mir geht's stets gut. Laberst auch nur Müll. Danke. Kein Thema. Wenigstens weißt du's. Ja, ist doch okay. Alter, Digga, kann... Warum? Ja, Alter. Rüstet doch komplett auf mir aus, Mann. Ich geb eine Erziehungsstelle, gell? Kein Thema. Kannst du mal porten jetzt? Alter, braucht er wieder lange, Mann. Er braucht wie sein Pins. Abgeportet. Nimm an. Komm jetzt. Alter. Oh mein Gott. Wo sind wir hier? Genau, da müssen wir hin. Ja, okay. Okay. So. Ja, ich folge dir einfach mal. Okay, mach das. Dann reit hier. Oh, darf ich auf dir reiten? So. Oder? Ich bin ja ein Tier, also kannst du auch auf mir reiten. Nice, Alter, geil. Würde ich direkt machen, Alter. Mehrfach am Tag. Ja. Würde ich auch zulassen. Okay, geil. Gerne. Komm jetzt, gell? Hör dir das an. Du bist nur auch eine Viertelstunde. 30 Minuten. Ja, Mann. 5 Stunden. Das wird witzig jetzt. Mein Sohn war damals auch dabei. Die Saatseher. Alle drei sind erschienen. Man soll ja bei jedem Schritt über Leichen gestolpert sein. Vor langer Zeit, 500 Jahre ist es her. Aus Furcht vor den Gebietern des Waldes verbargen wir uns in dunklen Höhlen, bis sie uns schließlich erlaubten, im Wald unsere Heimat zu gründen. Das war der Beginn der Waldstadt Gridania, in der die Juan und Allison in friedlicher Eintracht lebten. Wir haben uns würdig erwiesen, würdig des Vertrauens der Gebieter. Stets mit Respekt vor dem Wald säten wir die Samen der Zivilisation und bald bereicherten auch andere Völker unsere Gemeinschaft. Die Göttin Nufika segnete uns mit reichen Gaben und Gridania blühte und gedieh. Siehst du die Flagge von Gridania hinter der Saatseherin? Die beiden verwundenen Schlangen sind Symbole für die Juran und die Eleseen.